Das war dann alles klebrig. Ich lese gerne Rilla. Ich hoffe nur, dass ich es nicht verwechselt. Ja. Hallo meine lieben Alten. Nicht gezeigte Szenen und die ganze Wahrheit über Taisia im Bauersuchtfrau Spezial. Es waren einmal Nintendo-Tennis-Profi Taisia und Matthias. Matthias wohnt im schwäbischen Teil Bayerns. Das klingt wie ein Vorort zur Hölle. Taisia hat ihm geschrieben. Ich mag Pferdeschwänze. Ach, und Pferde übrigens auch. Die Bleistift-Hilfslinien nicht wegradieren, wird nur von allen gesteigert. Die Bleistiftlinien noch nie mal richtig nutzen. Warum macht eigentlich ein Kerl wie Matthias damit? Fragen wir mal seine Schwester. Hatte Matthias schon so Beziehungen? Hat er nicht. Geil. Taisia macht sich auf zum Scheunenfest, den Berghain unter den Bauern. Für wen hast du dich beworben? Für Matthias. Ich mich auch. Das komplette Gegenteil von mir. Eher groß, schlank und sehr blond. Ich hoffe, da kommt noch keine vierte. Eins, zwei, vier? Taisia, so wie du mir anschaust und anlächelst und deine Augen und so, das ist echt, also. Grenzstabil, das Wort, das du suchst, grenzstabil. Der Anfang war ein bisschen zäh. Wenn du halt zum ersten Mal in deinem Leben einem weiblichen Lebewesen gegenüber sitzt, das nicht mit Mu antwortet. Ah, jetzt aber. Was für Hobbys habt ihr sonst noch so neben Tennis und Pferd? Und ich stricke im Winter auch gerne. Stricken. Ich stricke alles und Handschuhe und diese. Da ist ja, guck mal, hier auf der RTL-Torte, da ist eine Kerze, die nicht ganz so hell leuchtet. Rate mal, wer das ist. Sie hat aber noch ein anderes Hobby wie so eine richtig Erwachsene. Ich lese gerne. In was für Richtung nachher? Wir dachten alle, die zum Ausmalen, aber Romane und Thriller. Taisia, lesen ist das mit den schwarzen Buchstaben. Was du meinst, ist ein Hörbuch. Wie nennt man eine Kandidatin, die beim Tennis zu nah an der Ballkanone saß und gerne Thriller liest? Na, na, na. Thriller. Pfeife. Taisia, ich habe mich für die entschieden. Mich? Sie hat natürlich nur vor Freude geweint. Endlich startet die lang ersehnte Hofwoche. Ihr habt da eine kleine Überraschung für die da hinten. Ich denke, du sollst nicht lügen, dass Matthias schon ein kleiner Romantiker ist. Matthias hat sogar Taisias Familie vor den Karren gespannt. Ich habe dann den Sekt auf meine Beine bekommen. Das war dann alles klebrig. Was sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, Matthias hatte gar keinen Sekt dabei. Nach der Hofwoche gab es richtig Ärger, weil sie halt eine Woche Vorschule verpasst hat. Ich habe es schon nicht glauben können, dass sie so ein Mädel für mich beworben hat. Nur weil sie so einen Instagram-Account hat, der so aussieht, als wolle sie unbedingt berühmt werden. Was er zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste, Taisia wollte eigentlich zum Bachelor und wurde halt von RTL an Bauersuchtfrau weitergereicht. Der war der Erste, der mir richtige Blumen so geschenkt hat. Naja, normalerweise bist du auch vor der Kutsche angespannt und frisst Gras. Hier hat sich RTL vertan. 21 stimmt natürlich nicht, steht auch so hier in ihrem Brief. Taisia in Klammern 12. Tennisprofi Taisia tauscht heute kleine Bälle gegen große. Also das da drüben ist mein Papa. Hilf mir ihm gleich, oder? Ja, ich bin der Sepp. Nach getaner Arbeit zeigt Matthias ihr sein Schlafgemach. Es ist schon ungewöhnlich, dass ein Mann so ein aufgeräumtes Zimmer hat. Normalerweise nehmen die Jungs sie ja auch nur mal ganz kurz mit auf eine öffentliche Toilette. Ich das gesagt? Taisia, was sagst du zu dem Bett? Das Problem ist, dass ich gar keine Gummis habe. Das ist schon okay, du arbeitest ja auch gerade nicht. Was hat das mit diesem Papiertuch-Origami mit Chlorgeruch auf sich, die Matthias da neben seinem Bett im Mülleimer lagert? Darauf trinkt sie zum ersten Mal in ihrem Leben Alkohol. Ist das Alkohol? Das wird jetzt mein zweiter Shot für mein ganzes Leben. Und was war dann der erste Shot? Und warum zwinkert Matthias Papi hier so? Okay, jetzt wird mir von dem Schwarzschnaps ein bisschen schwindelig. Vorteil, wenn Taisia Alkohol trinkt, es gibt keine Gehirnzellen, die absterben können. An Tag 3 keimen die Gefühle weiter auf. Gummistiefel, hast du da selber welche dabei oder brauchst du welche? Ich brauche welche. Da habe ich einfach nicht dran gedacht. Ah, Bauernhof und Gummistiefel. Wie passt das zusammen? Taisia, was meinst du? Also so ein süßes kleines Kälbchen ist wohl wirklich süß. Darf ich dem Namen geben? Ja, freilich, hast du schon einen Vorschlag, oder? Ja, Dustin. Also gut, dann nennt man Dustin. Nein, Dustin. Völlig egal, ob Dustin oder Dustin. Hauptsache der Mini-Hamburger schmeckt. So vom Sehen denke ich, dass sie schon so weit sind, weiter als wir, aber jeder ist weiter als Taisia. Taisia ist völlig außer sich. Sie kann nicht verstehen, warum die Tiere eine Diebstahlsicherung von H&M im Ohr haben müssen. Es tut mir leid, ich habe bei meinem eigentlichen Video ein ganz wichtiges Detail vergessen. Ich habe gedacht, es wäre schön, mit der Taisia mal an den See zu fahren und sich im Bikini zu sehen. Gleich wird er kommen. Das ist RTL on point. Und das ist der liebe Gott on point. Das war schön, dass ich erfahren habe, dass ich seine erste Frau am See bin.
Als ich erfahren habe, dass ich seine erste Frau bin. Das war natürlich ein Zitat für uns Schwiegertochter gesucht Fans. Wir hätten uns alle darüber gefreut, wenn Olli diesen Wurf mit Tutti gemacht hätte. Und ich habe mir gedacht, dann kannst du ein bisschen Stapler fahren. Ja. Ich hocke mich neben hin und hilf und unterstütze dich, okay, gell? Einfach rumdrehen, nach genau. Rechts. Das andere rechts, wie bei jedem Auto. Gib einfach Vollgas, das ist immer gut. Das kann ich das öfter machen. Mhm, gerne. Wir halten fest, er bringt ihr das jetzt schon bei, damit sie ihn in ein paar Jahren transportieren kann, wenn er dann so richtig dick ist. Ich finde, für das erste Mal, da habe ich das ganz gut gemacht. Matthias, der hat mich auch gelobt. Das erste Mal? Was meint ihr denn damit? Erster. Ja. Geht's um Mütze? Glatze. Mütze? Glatze. Vielleicht war es ja auch seine Schwester näher. Ich glaube mal mit 16 oder so, da hat er auch seinen ersten Kuss gehabt. Aber danach ist halt irgendwie nichts so richtig gelaufen. Seine Angebetete von damals muss heute übrigens einem Einzeller erklären, wie das Sexleben von Matthias aussieht. Dann denke ich, wird es kein Problem sein, dass ich jetzt Tennis spiele und er ein Bauer ist. Hast du überhaupt Sportsachen? Ich habe noch nie einen Mann kennengelernt, der keine Sporthose in seinem Schrank hat. Dass Matthias gar keinen Sport macht, das stimmt so auch nicht. Alexa, bitte mach mal Beate Use TV an, das freut mich. Heute nun endlich kommt Taisias Schwester Jana auf den Hof. Der Matthias ist einfach perfekt. Nimm den aber bitte nicht weg. Deine Jungs sind tabu für mich. Und deine Jungs sind tabu für mich. Bleibt nur zu hoffen, dass wenigstens sie ein bisschen mehr von dieser Erfindung namens Hirn abbekommen hat. Taisia, leg mal bitte den Spiegel weg. Jana kommt. Hallo. Oh, ich freue mich. Ich bin doppelt aufgeregt, dich zu sehen und Matthias kennenzulernen. Gott sei Dank sieht die eine so ein bisschen dümmer aus. Nur welche? Jetzt, da die zweite Gehirnzelle da ist, gibt es fiese Häme aus dem Netz. Sie haben die gleichen Bräunungsstreifen, schreiben die Netztrolle. Erbärmlich. Es fehlt eigentlich nur noch, dass beide auch im Chor sprechen. Ja. Wenn Thais für sie so lange Sachen und dunklere Farben wählt, dann sieht sie ganz anders aus. So etwas intelligent, glaube ich, hat das falsche Wort. Nee, warte. Elegant. Aber so eine dunkle Farbe, ne, sehen wir hier, gibt's gar nicht. Egal, der Dresscode ist nämlich heute eindeutig intelligent. Ich finde, mein Freund, der soll mich halt mich mit meiner Schwester nehmen, so im Doppelpack. Wer sagt unseren Tennisprofis, dass man einen Schläger nicht wie eine Gitarre hält? Oh. Ihr zwei habt ja schon viel telefoniert. Ja. Ich hoffe, nur gute Sachen, oder? Ja, auf jeden Fall nur Gutes. Das stimmt wirklich. Ich glaube, wir haben sogar Zugriff auf den WhatsApp-Verlauf. Bittere Tränen fließen Taisia über die Wangen. Ach, die Schwester ist abgereist. Bausuchtfrau ist ein bisschen wie Schrottwichtel in Deluxe. Und deswegen ist aus Versehen Taisia weggefahren. Das ist aber niemandem aufgefallen. Noch nicht mal den beiden. Kein Scheiß. Wenn ihr Taisias Tennisschläger von ihrem wichtigsten Match gewinnen wollt, ich unterschreibe drauf und ich gebe alles dafür, dass Taisia das auch macht, dann liked das Video, teilt es und schreibt in die Kommentare, welche Farbe euch intelligent aussehen lässt. Eines meiner Highlights, Jörn lässt sich Milch in den Mund spritzen. Unbedingt reinklicken. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Natürlich mit Notification-Glöckchen. Ciao.